Jetzt sind wir im Frogner Park, auch Wiegeland Park genannt. Gustav Wiegeland war der wohl bedeutendste Bildhauer Norwegens. Dies ist das bekannteste Werk, Synner Taggen, der kleine Trotzkopf. Diese Anlage entstand in den Jahren 1924 bis 1943. Der Magistrat von Oslo erhielt das Recht an den Skulpturen und kam im Gegenzug für den Lebensunterhalt des Künstlers auf. Zentraler Punkt des Parkes ist diese steinerne, aus 121 Figuren zusammengesetzte 17 Meter hohe Säule.